Wir wollen in die Halle und Spaß haben. So wenig Fouls wie möglich, so wenig gefoult werden wie möglich, den Ball flach halten, schnell Fußball spielen, Konditionseinheit, es ist sowieso so viele super Mannschaften hier, die einen bewegen. Ja, das ist sicher, man bekommt einen kleinen Eindruck, man spielt ein bisschen Fußball, das ist schon gut, weil nur Laufen bringt ja auch nicht. Wir gehörten jetzt nicht zum engeren Favoritenkreis, aber wir haben auch eine ganz gute Mannschaft und die hatte heute richtig Lust und Spaß. Und da haben wir hier, glaube ich, einen Außenseitersieg gelandet. Ja, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Überraschungssieg. Ich meine, die wenigsten haben zwar auf uns gesetzt, sage ich mal, aber wir haben eigentlich guten Fußball gespielt und letztendlich war es heute nicht unverdient. Also ich bin zufrieden mit der Leistung. Milos und Patrick und auch Dennis von Bastian, das sind ausgezeichnete Techniker und die einfach auch Spaß haben und Spaß aneinander haben und in der Halle Fußball zu spielen. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, was die da hinten abgeliefert haben. Ne? Jannis Waldmann im Tor überragend und die ganzen Jungs, die da hinten immer die Bälle geholt haben. Und ich glaube, Kevin Beser hat sogar das erste Mal in seinem ganzen Leben 3 Tore irgendwie in einem Turnier geschossen. Ne? Ich finde, wir haben eine sehr gute Leistung abgeliefert. Das Turnier war ziemlich positiv für uns. Ich meine, schade, dass wir am Ende nicht gewonnen haben. Ja, das ist natürlich unbeschreiblich. Ich komme 30 Sekunden vor rein, weiß, ich habe den 7 Meter verschuldet. Und dann ja, in den letzten 2 Sekunden da noch das Tor zu machen, das ist einfach ja, geil. Ja, da fühlt man halt einfach eine Leere, weil man hat sehr viel drauf gearbeitet und letztendlich kassiert man dieses Tor unglücklich. Ja, ziemlich leer. Wir waren letztes Jahr im Januar auf Mallorca im Trainingslager und dort war diese Katze. Und abends beim Kartenspielen, beim Knobeln und so weiter, haben die Jungs die dann an den Tisch geholt. Und ja, letztendlich haben sie dem Finca-Besitzer auf Mallorca die Katze abgekauft und mitgenommen. Und jetzt steht sie bei uns in der Kabine und der erste Torjubel, nachdem wir wieder gespielt haben, als wir von Mallorca wieder kamen, war dann halt mit allem Mann der hier. Und seitdem ist es so unser. Das ist eine gute Vorbereitung gewesen jetzt. Und jetzt geht's zur Rückrunde.